Wissen es alle schon, Lady Grantham? Nichts hat sie uns erzählt. Setzt euch nun alle hin. Ich bin in den Besitz einer Villa gekommen, im Süden Frankreichs. Einer Villa? Fang doch ganz von vorn an. Vor vielen Jahren, bevor du geboren warst, lernte ich einen Mann kennen. Sie verbrachten wenige Tage zusammen und er schenkte ihr ein Haus? Hast du nie erwogen, es auszuschlagen? Sehe ich etwa aus, als würde ich eine Villa in Südfrankreich ausschlagen? Ein Telefonanruf für Sie, Mylord. Mr. Barber ist Produzent und Regisseur. Er möchte einen Film auf Downton drehen? Gepickte Bilder auf Downton? Kommen auch berühmte Filmstars? Ich finde, das ist ein schrecklicher Gedanke. Schauspielerinnen vollgekleistert mit Make-up und Schauspieler, die ebenso bemalt sind. Der hat irgendetwas an sich. Wie ein wildes Tier, bereit zum Sprung? Bereit, dich anzuspringen, meinst du wohl? Action! Cut! Cut! Verzeihung! Die moderne Welt hält nun Einzug auf Downton. Warum hat er dir die Villa geschenkt? An diesem Punkt bleibt es immer noch rätselhaft. Dann sind wir an die Riviera entschwunden und mit etwas Glück verpassen wir Marys fürchterlichen Film. Ich hoffe, dass dir ein Requisit war. Du trägst die Verantwortung. Der Kapitän bist nun du. Man sollte sich in Acht nehmen, denn die Briten kommen. Bienvenue in der Villa der Tauben. Ein wunderschöner Ort. Wie froh Sie sein müssen. Du meine Güte. Wer ist das? Die Lady Grantham, für die ich als junger Bursche anfing zu arbeiten. Granny! Warum haben Sie uns eingeladen? Es sieht nicht gut aus für Papa, wenn sie etwas geheim halten wollte. Gibt es Ärger im Paradies? Ich denke, ich muss Ihnen nicht erklären, dass eine Ehe wie ein Roman ist, voller unerwarteter Wendungen. Frauen wie uns unterteilt man in zwei Kategorien. Drachen und doofe Gänse. Du musst dafür sorgen, dass man dich für einen Drachen hält. Und nun wünsche ich gute Nacht und überlasse euch den Spekulationen über meine mysteriöse Vergangenheit. Das Publikum will wohl nur noch Filme, in denen gesprochen wird. Ich hätte gedacht, das Beste an Filmen sei, dass man sie nicht hören kann. Noch besser wäre, wenn man sie auch nicht sehen könnte.